Also nochmal hier finnisches Bier. Das ist Karhu und das heißt Bär natürlich. Ah, Bär. Und warum drei? Das ist ein hartes Bier. Es gibt das Einserbier, das kann man im Supermarkt kaufen und das harte nicht. Mehr Volt oder was? Ja, das genau. Das ist mehr Alkohol drin, mehr Umdrehung. Alles klar. Karhu. Drei. Also Kolme. Karhu, ja, Kolme. Karhu, Kolme. Genau. Kannst du eigentlich ein bisschen Finnisch? Ja, danke, bitte, tschüss, Prost. Also irgendwie. Kennst du das wichtigste Wort? Vittu? Was? V-I-T-T-U. Vittu. Vittu. Das heißt so Scheiße. Also eigentlich heißt das Fotze, aber die Finnen wollen damit Scheiße ausdrücken, wenn sie es sagen. Aha. Vittu. Ja, das ist eins der wichtigsten. Hüwe. Ja. Karhu. Das ist ja. Kolme. Genau, ich wollte ja über die Vergangenheit reden. Bevor du Lord of the Lost gegründet hast, hast du in vier ganz unterschiedlichen Bands gespielt. Unter anderem The Pleasures und Unterart. Welche Bedeutung hat Lord of the Lost für dich? Lord of Lost war für mich ein bisschen die Heimkehr zu dem, was ich eigentlich mit 18, 17, 16 oder so mal angefangen habe. Also meine erste Band, Philia, das war ja auch so düster Rock irgendwie. Und ich habe das dann irgendwann eingetauscht gegen Glamrock und andere Sachen, weil es mir zu der Zeit einfach Anfang 20 überhaupt nicht gut ging. Aber habe ich so typische Sachen halt gemacht, die man als junger, blöder Mensch so tut, und habe mich da relativ selber auch in die Scheiße geritten mit allem und musste irgendwie raus und habe dann so nach was anderem gesucht und habe dann irgendwie so diese Glamrock-Welt für mich entdeckt. Hat mir total gute Laune gemacht. Das hat sich aber irgendwann totgetreten. Das ist genauso wie irgendwie so Herr der Ringe oder so, kann man sich tausendmal anschauen, weil es immer wieder interessant ist. Aber irgendeine Komödie siehst du einmal und dann ist auch gut. So. Und so war es eben auch mit dieser Band. Das heißt, ich habe das gebraucht, aber das war nichts, was mich nachhaltig emotional befriedigt hat. So. Wie so eine Art Therapie, und das ist dann abgeschlossen? In gewisser Art und Weise, ja. Glamrock-Therapie? Irgendwie eine Glamrock-Therapie. Und Lord of Lost ist einfach das, da hängt mein Herz dran. So. Mhm. Lord of Lost startete deshalb zunächst auch sehr düster, melancholisch. Das erste Album ist ja, da ist ja eigentlich nichts drauf, was irgendwie Richtung Partysong geht. Man kriegt aber Glamrock aus mir auch nicht raus. Und so entstand dann später, jetzt bei den letzten Alben, eben auch so Songs wie La Bomba zum Beispiel oder Songs wie Bitch oder Songs wie Sex on Legs oder so. Das sind ja eigentlich Songs, die hätten auch durchaus bei den Pleasures funktionieren können. Auf jeden Fall. Und ich finde das aber schön, das bereichert ja eure Lord of the Lost Stücke auch sehr. Kann auch nicht anders. Wir sind auch alle irgendwie Clowns. So, und haben auch die Chance, das bei Lord of Lost ein bisschen einzubinden, weil unsere Fans sehr tolerant sind und das sehr schätzen, wenn wir neben harter, düsterer Musik auch einfach mal loslassen und Quatsch machen. Insofern bin ich sehr froh, dass ich jetzt irgendwie beides habe. So, ich kann immer so ein bisschen von dem albernen Kram dort einstreuen, aber grundsätzlich ist es Musik, an der ich emotional auch hänge und die mich auch emotional komplett zufriedenstellen. Und du machst ja nebenbei auch noch Projekte, in denen du auf Deutsch singst. Unter anderem hast du da ja auch Tobias kennengelernt, ne? Ich habe Tobias nicht durch mein Deutschprojekt, also dieses Harms und Kapelle meinst du, ne? Ja. Ich kannte Tobias vorher, ich habe ihn gefragt, ob er der Drummer dafür werden will. Aber so begann die Studioarbeit mit Tobias, ja. Ja, ich schreibe halt mehr Songs, als ich brauche. Das ist halt dieses Tropfsteinhöhlen-Ding. Und da fielen dann halt auch mal so deutsche Tropfen runter. Und ich will halt Lord of Lost nicht vergiften mit Musik, die da nicht hingehört. Es gibt zwei große Fehler, finde ich, die man machen kann als Band. Der erste Fehler ist, mit jedem Album gleich zu klingen und sich einfach über Jahre nicht zu verändern. Da könnte ich jetzt Beispiele nennen, ich lasse es aber aus Respekt vor meinen Kollegen. Und der zweite große Fehler ist, aufgrund eines Ego-Trips eines einzelnen Musikers, der in der Band was zu sagen hat, die einzelnen musikalischen Präferenzen, die vom Geschmack her auch einfach mal über die Jahre sich stark verändern, versuchen in die Hauptband reinzupressen. So, weil man selber gerade drauf Bock hat und die Leute wollen es aber gar nicht hören und die anderen Leute aus der Band wollen es auch gar nicht. Das funktioniert nicht, da gibt es auch unzählige Beispiele. So, und deshalb trenne ich das voneinander. So, wir versuchen mit Lord of Lost uns stetig innerhalb unseres Rahmens zu verändern, trauen uns auch mal ein paar Ausfälle wie La Bomba, aber jetzt irgendwie Deutsch, Country, Rock'n'Roll, Vintage Sound zu machen, das wäre zu viel gewesen. Das heißt, da musste ich einfach mal eine andere Platte aufnehmen. Und alle hatten Sorge, dass ich durch Harms und Kapelle jetzt Lord of Lost verlasse. Und es ist sehr umgekehrt. Ich glaube, die Gefahr, dass ich mit Lord of Lost, dass ich Lord of Lost zerstört hätte, wäre viel größer gewesen, hätte ich versucht, das reinzupressen. Bestimmt, ja. Das ist genau andersrum. So, dadurch, dass ich das rauslassen konnte, ist das damit abgeschlossen. Ist das jetzt die Country-Rock, Country-Deutsch-Rock-Therapie? Ja, genau. Es ist die Country-Deutsch-Rock-Therapie. Und ich
es wäre mir auch egal gewesen, ob ich das Album rausgebracht hätte oder nicht. Es ging nie darum, es zu veröffentlichen. Ich wollte es einfach nur machen. Mhm. So, wir haben es dann gemacht, weil es sich anbot. Aber wäre auch egal gewesen. Ich wäre auch zufrieden gewesen, hätte ich es einfach nur für mich aufgenommen. Ja, ich glaube, vor 4 Jahren war das, da hast du gemodelt für ein Hamburger Label namens Pirate Style. Ja, ach, gemodelt. Ich finde das Wort gemodelt immer so schwierig. Ich habe mich halt vor eine Kamera gestellt mit Klamotten. Das habe ich auch beim Modenschauen mal gemacht in Berlin und für ein paar andere Leute. Das hat mich nie so interessiert. So, also, das ist einfach nur so durch Zufall passiert? Das war so, hey, du siehst irgendwie cool aus, spielst in einer Band und der Mantel, hast du Bock, die zu fotografieren, dann kriegst du den Mantel und so. Genau, ihr habt die auch für das Booklet von eurem Album verwendet, ne? Von Antagonie? Ja, weil die einfach geil waren, die Klamotten. Mich hat Model nie interessiert. Also ich glaube, so, um so ein richtiges Model zu sein, da muss man echt auch Sachen drauf haben. Da muss man enorm wandelbar irgendwie sein und sich auch für die Materie interessieren. So, zum Model sein gehört ja nicht nur gut auszusehen. Aber Model, das hat mich nie gereizt. Und ganz ehrlich, also dafür, also ich sehe auch nicht aus wie ein Model. So, ne? Also so die Models, die haben nochmal so... Ja, dass du die auf so einen Karstadt-Katalog draufpacken kannst und so, das wird doch gar nicht funktionieren. Also erstens wird es optisch gar nicht funktionieren und zweitens bin ich auch nie in Versuchung gekommen, sowas überhaupt zu probieren. Ich glaube, ich wär so leer als Model, weil immer nur sich hinstellen, sich fotografieren zu lassen, ich glaube, ich wäre drogenabhängig geworden aus Frust oder so. Aber so ab und zu mich mal hinzustellen für Modelabels, die ich mag und so, dann kriegt man halt geile Klamotten dafür oder ein bisschen Geld. Wenn ich dahinter stehen kann, die Sachen mag, warum nicht? Aber ich empfinde mich nicht als Model, habe ich auch nie getan. Ich glaube, eine klassische Modelagentur würde auch weinen bei deinen ganzen Tattoos. Ja, ganz bestimmt, ja. Wie viele Tattoos hast du eigentlich genau? Weißt du noch, wie viele das sind? Die gehen ja auch alle ineinander über, ne? Also ich habe sie mal zählen können. Inzwischen ist es halt irgendwie ein großes. Ich habe keine Ahnung. Also wie willst du es unterscheiden? Wenn du sagst, jeder einzelne Stern ist ein Tattoo, dann sind es Hunderte. So, mhm. Ne? Also, oder sind alle Sterne eins? Also kann man nicht sagen, weiß ich nicht. Also es ist ja bis auf Bauch und Oberschenkel ist ja alles voll. Es ist irgendwie eins. Und hier hast du Lord, ne? Ja, das war so eine Schnapsidee irgendwann mal vor ein paar Jahren. In Anlehnung an diese Band? Nee, vorher sogar? Ich hatte diesen Spitznamen schon vorher. So entstand auch der Bandname. Dass mich viele Lord getauft haben aufgrund meinem latenten Hang zum Größenwahnsinn. Welches war denn dein erstes Tattoo? Ah, so ein hässliches Tribal hier hinten auf dem Schultern. Ah, so. Okay. Da war ich 17 oder so, meine Eltern durften es nicht wissen. Habe es auch geschafft, ein Jahr zu verstecken, sorry Mama. Und war damit dann direkt danach auf Klassenfahrt in Rom im Sommer, total bescheuert, wo man schwitzt. Aber ich wollte es unbedingt haben, weil ich dachte, hey, voll cool. Mhm. Wenn die Mädels aus meiner Klasse irgendwie sehen, dass ich ein Tattoo habe, dann muss ich natürlich auch die ganze Zeit so ein Unterhemd tragen, damit man die Schulter sieht. Okay. Und ja, voll krass und so. Das war halt, es war 97, 98 oder so. 18 war ich, 98. Das war ein bisschen anders damals. Also mit 98 war noch nicht ein 18-Jähriger bis unter die Fingernägel tätowiert. Mhm. So, das heißt, das war total komisch. Oh, der Chris mit seinen blonden Haaren, ich habe sie so blond gefärbt damals schon. Und Tattoo und Nagellack, voll krass. Du hattest damals schon Nagellack? Ja, da habe ich ja schon mit 15 mich geschminkt. Und heute guckt man sich die 18-Jährigen manchmal so an und ich denke mir, okay, wenn die jetzt so alt sind wie ich und sind dann 34, wie wollen die denn dann aussehen? Also gibt es dann irgendwie Kopfamputation, ist das dann der neue Trend oder so? Also ich bin sehr gespannt. Das Ding ist, ich kann darüber nicht richten, ich meine das gar nicht negativ, weil ich bin ja selber so einer von den bunten Vögeln. Aber ich frage mich, was dann noch kommen soll. Hast du das gesehen? Man kann sich so Sterne und sowas im Dekolleté unter die Haut implantieren, ja. So Silikonringe und so. Ja, es ist überhaupt nicht mein Ding. Also wir hatten das ja bei der Sandy True Body Art, heißt die aus dem Afterlife-Video. Der hat ja auch überall so Implantate. Genau. Ich durfte die auch mal anfassen. Er hat ja auch eine gespaltene Zunge und irgendwie auch ein gepierstes hier hinten, hier Zäpfchen und so Sachen. Total krass. Also ich habe da sehr viel Respekt vor so viel Mut. Aber also für mich, also mir reicht das so. So ein bisschen Farbe unter der Haut. Aber das muss jeder wissen. Ne? Ja, und was bedeutet das hier, was du hier am Unterarm hast? Das konnte man auch so schön, genau, das hier, die Schrift. Die konnte man so schön auch in dem Video Six Feet Underground sehen. Most radical thing to do, kennst du die schwedische Band The Ark? Das ist eine Band, die gab es bis vor ein paar Jahren. Die machen so an 70er Jahre angelehnten Glamrock. Und die haben halt einen Song, der heißt The Most Radical Thing to Do. Und er geht weiter mit Is to love someone who loves you, even if the whole world tells you not to. Oh, das ist schön. Und das fand ich total schön. Und ich habe den Song halt interpretiert als,
egal was dir passiert und egal wer dagegen ist, du musst zu demjenigen stehen, den du liebst, und habe das sehr global so verstanden und habe dann später rausbekommen, als ich den Sänger da mal getroffen habe, ihm das gezeigt habe und ich meine Interpretation des Songs erzählt habe, hat er gesagt, dass er es sehr interessant findet und total toll findet, dass ich das so interpretiere, weil der war eigentlich ganz anders gemeint. Der Song war eigentlich sein Coming Out, weil er schwul ist. Und vor dem Hintergrund fand ich das dann noch geiler, zu sehen, okay, dass ich es auf meine Art und Weise präsentiert habe, er es auf seine Art gemeint hat. Und ja, ich mochte es einfach gerne. Und das war, es gibt auch noch die Tattoo-Therapie in meinem Leben. Ja, ich sehe das schon. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, nach einer Trennung, nach einer sehr, sehr langen Beziehung. Und über die ich einfach nicht hinwegkam. Und das irgendwie für mich so ein, ja, Commitment war, im Sinne von so, ist doch egal, wer dagegen ist auf diesem Planeten, so ist, wenn ich denjenigen liebe, dann liebe ich den halt, und wenn es halt nur für mich selber ist, so. Und das war so ein bisschen die Tattoo-Therapie zu der Geschichte. Und was hast du auf deinen Händen? Das Take? Give and Take. Das ist ja immer so ein, es geht ja immer um Geben und Nehmen, und ich dachte mir, das ist auch ein bisschen lustig, wenn ich schon hier Lord habe und die rechte Hand nimmt und die rechte gibt und die linke nimmt. Oh, ja. So ist das natürlich irgendwie ein bisschen Engelchen und Teufelchen. Ne? So die linke Hand der Macht, die rechte Hand der Macht. Und, ja. Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus, fürs nächste Jahr zum Beispiel? Wir haben ganz konkrete Pläne. Wir machen Akustiktour. Also Akustik-Klassik-Tour mit einem kleinen Kammerorchester. Wir sind insgesamt 11 Leute auf der Bühne. Findet im April statt nächstes Jahr. Achtung, einige Shows sind fast ausverkauft schon. Jetzt schon, deshalb, ja, bitte nicht weinen danach. So bestuhlt mit Sitzen, und die Leute dürfen auch gerne in Abendkleidern kommen. Es gibt keinen Dresscode, aber wir würden uns freuen, weil wir machen uns auch schick. Und so? Ja, wenn sie wollen. Also wir würden uns freuen, weil wir machen das richtig schick. Also wenn, dann richtig, mit Streichern auf der Bühne und so. Es gibt ein Album dazu, das heißt Swan Songs. Bekanntermaßen singt ja der Schwan sein schönstes Lied, bevor er stirbt. Und deshalb heißt das Album dann Swan Songs. Da sind 13 alte Stücke drauf, oder was heißt alt, also bisherige Lord of Lost Stücke, halt in Orchesterversion. Plus 6, 7, vielleicht auch mehr neue, ist noch nicht ganz klar, ist jetzt gerade in der Produktion. Ja, und dann haben wir nächstes Jahr sehr, sehr viele Festivals. Ich darf leider so ein paar Highlights noch nicht mal verraten, aber echt fett. Ihr seid auch noch mal in Finnland, ne? Wir sind im Januar auch in Finnland, in Jyväskylä, auf dieser GameCon-Dings da, Game-Convention. Und im August fahren wir dann mit dem Wacken Full Metal Cruise auf diesem Kreuzfahrtschiff. Oh, wie cool. Ja, die Kreuzfahrtschiffe sind echt geil. Ja, total krass. Und da gibt es dann auch noch eine Tour im Herbst und so. Es gibt noch ein Release nächstes Jahr und Anfang 2016 das 5. Album. Und also es ist, wir sind bis Mitte 2017 durchgeplant schon. Cool. Mit Festivals und so auch schon. Also brauchen sich eure Fans keine Sorgen machen? Nö. Also vielleicht sterbe ich morgen oder so, dann wäre es schon doof, aber ansonsten eigentlich nicht, nein. Okay, Chris, dann vielen, vielen Dank für das coole Interview. Bitte. Und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank und viel Spaß beim Konzert nachher. Dankeschön, werde ich bestimmt haben. Und danke. Auf Wiedersehen aus der Music Interview Corner.